Ein hübscher kleiner Grashüpfer. Und wie klein? Das weiß ich nicht. Naja, du hast ihn gesehen, oder? Ja, aber es gibt etwa 100 Arten in Europa. Aber du hast diese Art gesehen, also wie lang? Ich weiß effektiv nicht, wie groß er ist. Aber eigentlich sind sie arme Kerle, diese Grashüpfer, weil sie sind meistens Nahrung für andere Tiere. Für Vögel, Reptilien, andere Insekten. Ja, auch Füchse. Ja. Fressen sie. Oder neuerdings ja auch für Menschen. Ja, aber das ist dann eine andere Art, oder? Das sind, ich glaube, die Ägyptischen werden da. Die sind etwas größer, oder? Die sind ja, so das kann sein. 4-5 Zentimeter oder so sind die. Ja. Weil das ist ein kleiner, wenn man das Blatt anschaut, auf dem er sitzt, so 1,5 Zentimeter, ja, schätze so ich etwas, mal. Ja. Ja. Speziell sind seine Augen so in Tropfenform. Hä? Ja. Er ist ein hübscher. Ja. Sieht friedlich aus. Ja. Oh. So. Und hier sind wir bei einem sehr variablen Kerl. Hä? Genau, der Schachbrett-Marienkäfer. Man sagt ihm auch 14 Punkte Marienkäfer. Ja, wir haben gesehen, dunkelgelb-schwarz, hellgelb-schwarz, weiß-schwarz. Ja, ich habe gelesen, es gibt etwa 100 Farb- und Mustervariationen. Oh. Für so einen kleinen Kerl, er ist etwa nur 4 mm groß. Er hat sich modisch noch nicht entschieden, oder? Das kann sein, ja. Also er sollte da vielleicht ein Modelabel fragen, was man heute trägt. Ja, nein, er liebt die Vielfalt. Ah ja, okay. Nicht immer das Gleiche, das ist langweilig. Ja, der ist jetzt wieder schwarz, gelb, mehr schwarz als gelb. Ja. Er ist wie alle Marienkäfer ein Nützling, weil er Blattläuse frisst. Ja. Und hier hat er für uns Cha-Cha-Cha getanzt, glaube ich. Ein kleiner Versuch, ja. Mhm. Man sieht gut, die Klammer, die wir verwenden, ist etwa so daumengroß, ja, etwas größer. Und was hast du gesagt? Wie groß sind sie? 4 mm. 4 mm. Ah, orange-schwarz. Gelb-schwarz. Passt gut. Ja. Farblich korrekt. Ein Tanz. Sie schleppt das Männchen wieder über das Blatt, oder? Ja, ja. Ich habe gelesen, das Weibchen soll etwa 400 Eier legen. Ach, wer es glaubt, oder? Ich frage mich, ob das stimmt, aber sie haben nachher geschrieben, die Sterberate sei sehr hoch. Von den Forschern, hä, die so etwas behaupten, denke ich. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein so kleiner Käfer 400 Eier legt. Vielleicht er hat das auch gezählt, vielleicht. Ja, hat der ein Augenproblem oder so. Ja, hier, den hatten wir auch schon mal, oder? Und erstaunlicherweise, er kämpft immer mit demselben Problem. Oder er liebt das einfach. Zack! Er spielt immer auf diese Pflanze Karussell. Ja. Wir haben das 2-3 Mal beobachtet, oder? Er sitzt meistens auf dieser Pflanze, ja. Ja, und spielt Karussell. Keine Ahnung, ob das zu seiner Lebensart gehört, oder?
Ein Rosenkäfer, hä? Ja, ja, ja. Der ist 1-2 Zentimeter. Ich würde sagen, bis 1,5. 1,5. Sind schon große Käfer, aber 2 Zentimeter? Ich habe es mir nicht notiert, leider. Also, wenn sie fliegen, machen sie einen furchtbaren Lärm. Oder? Ja, genau. Ja. Also, da kam mal einer von hinten angeflogen und ich habe mich geduckt. Ich dachte, da kommt ein Sportflugzeug. Hast du gesehen, er hat eine rote Zunge. Oh, dass er überhaupt eine Zunge hat? Habe ich auch nicht gewusst, dass Käfer Zungen haben. Ich glaube schon. Mit etwas müssen sie ja die Pflanze ablecken können. Ja, genau. Ja, das habe ich lange gefilmt. Oder warst du das? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war ich. Einfach weil man sehr schön sieht, wie die Farbe wechselt durch das metallisch Schimmernde. Von das ist Grün schon sehr Kupfer. Ja, sehr speziell. Ja. Ja, er hat etwas Rotes da am Mund. Ja, ja. Ja, ja. Schau nur. Ja. Das sind friedliche Nützlinge. Ja, wichtige Nützlinge. Ja. Und sie sind auch geschützt. Ja. In ganz Europa? Ich glaube, ja. Ja. Wie sagt man der Pflanze? Bärentatze, glaube ich, bei uns. Ja, ja, aber das ist nicht der deutsche Name. Nein. Eine Wespe? Die gelb-schwarze Blattwespe. Und sie schläft. Nein, sie philosophiert. Es ist ein großer Denker. Sie überlegt sich, was sie mit der großen Gage von uns anfangen sollte. Okay. Ob sie das verwettet bei einem Fußballspiel oder so. Es ist wirklich selten, dass sie so ruhig sind. Ja. Das ist vielleicht Nietzsche unter den Wespen. Na, es gab Hunger und sie frisst hier ein anderes Insekt. Genau. Was konnten wir nicht sehen? Es war schon zu stark zerkaut. Ja, man kann es gar nicht erkennen. Ja. Aber wenn Wespen Fleisch fressen, also andere Insekten, dann haben sie vermutlich in der Nähe ein Nest und Junge. Genau. Weil die Jungen werden mit sehr viel Protein gefüttert und sie frisst es hier und dann beim Nest wirkt sie es wieder hervor und füttert damit ihre Jungen. Genau. Das konnten wir beobachten und filmen. Und hier wäscht sie sich den Mund ab. Für uns das Zeichen, das wär's. Bis später. Bis dann.